Hallo und herzlich willkommen zurück zu Colonization 4 mit der TAC-Mod. Und wir schauen nochmal weiter. Hier, die Kirche wurde gebaut. Die Kirche wurde gebaut. Und was bauen wir denn an seiner Stadt? Eine Schule. Weil jede Kirche hat eine Schule. 26% Steuern, warum denn nicht? Und Logan hat gemeint, also der Späher, der kein Späher mehr ist, sondern irgendwo hier herumlungert. Nee, Tatsache, der ist noch ein Späher. Unser Logan ist noch ein Späher. Auf jeden Fall, er hat gemeint, ich solle doch Handelsrouten einstellen. Weil das geht dann. Das ist dann spannender anzuschauen oder was weiß ich. Und ich weiß gerade nicht, wie man das macht. Also ich weiß schon, wie man das macht, aber das wird sowieso nichts. So nichts führen. Okay. Warentyp. Ich habe gerade nachgeschaut. Moment. Oder geht das auch anders? São Vicente, São Vicente, São Vicente. Import nach da oben, bitte. Ich möchte hier jetzt sei. Ich gehe weg. Ich möchte da oben. Quebec. Quebec. Und was waren das für Waren? Ich weiß es gar nicht mehr. Müssen wir nachschauen. Tabak und Eisen. Also nochmal von vorne, von São Vicente nach Quebec. Mit, was hab ich gesagt? Tabak und Eisen. Dann machen wir Eisen. Und irgendwie kapiere ich das noch nicht ganz. Moment. Moment, Moment. Von São Vicente nach Quebec. Mit dem hier. Ach so, da oben. Und für Transporteinheit, wenn ein Feind ins Sichtgerät ist, alles okay. So, Export von São Vicente. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Handelsrouten erstellt, also entschuldigt bitte. Und das waren die zwei, oder? Tabak und Eisen, Tatsache. Haken, Haken. Und funktioniert das jetzt selbstständig? Ich hab's vergessen. Entschuldigt bitte, ich hab's vergessen. Ja, es funktioniert. Das ist schön. Also von São Vicente haben wir einen Transport. Dann hier abladen. Tja, jetzt haben wir allerdings ein Problem. Weil wir haben viel zu viel Tabak. Wir haben zu viel Tabak. Tabak, 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 Tabak. Dann wirst du das Folgende machen. So. So, was gibt's hier Schönes? Hier gibt's Zigarren. Ist das alles? Zigarren. Okay. Und hier haben wir noch einen Bauern. Den Bauern werde ich wahrscheinlich hier irgendwie reinbauen. Gefällt mir besser. So, hier von Tadoussac. Von Tadoussac nach Quebec mit Zigarren. Okay, erhältst du das hier? Los. Los. Hab ich nicht ganz verstanden. Hallo? Wie hab ich das gemacht? Okay. Läuft mehr mit einer Schüler. Man klickt Liste, in dieser taucht jetzt die neue. Dafür klickt man rechts oben auf das kleine Kreuzstück. Ich habe keine blasse Schimmer, wie funktioniert. Ich hab kaputt gemacht. Okay, ich hab's kaputt gemacht. Wie zum Kuckuck habe ich das gerade gemacht? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, dann eben nicht. Aber ihr werdet hier die Stadt erobern, die spanische. Aua. Greif an. Wir haben Santo Domingo eingenommen und 96 Gold entdeckt. Bauen sofort eine Palisade hin. Was machst du Schönes? Du gehst da oben hin.
So, von Rio de Janeiro aus. Silber, Zucker, Eisen. Nein, Silber. Silber und Rum. Silber und Rum. Silber und Rum. Also von, wie heißt die Hauptstadt? São Salvador. Von Rio de Janeiro. Von Rio de Janeiro nach São Salvador mit Silber. Und von São Salvador nach. Quatsch. Von Rio de Janeiro nach São Salvador mit Rum. Habe ich das jetzt richtig? Ich glaube schon. Ihr zwei. Und jetzt funktioniert's. Muss man da immer zwei haben oder wie funktioniert das? Und muss man wieder zu. Ich verstehe das Handelsroutenprinzip nicht mehr. Hallo? Ich verstehe das nicht mehr. Oh, jo, 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 jo. Mehr zocken, weniger reden. So, hier Siedlungsangriff. Und dann schauen wir mal hier weiter nach oben. Ist das gut, dass du es so machst, oder ist Nee, das kaputt, nichts nicht gut? passiert. Das ist die Handelsroute und warum sind da zwei Planwegen? Verstehe Weißt du, was ich da nicht gerade? ganz, Luke, aber siehst okay. Du solltest eigentlich beides runterladen, geht nicht. Okay. Tabak, Tabak. Am besten noch ein Tabak. Rum. Und Zucker. Und Kakao. Dann fährst du wieder nach Europa. Lohnt man das ab? Du lädst aus. Du kommst nach Montreal. Und wirst ja auch gleich mal eine Handelsroute machen mit Rum und Zigarren. Rum und Zigarren. Von Montreal nach Quebec mit Rum. Und Moment, Moment. Von Montreal nach São Salvador. Warum? Hä? Ich bin verwirrt. Wann habe ich das gemacht? Von Rio de Janeiro, von São Vicente? Von Montreal, von Rio de Janeiro. Ach so, das muss Rio de Janeiro sein. Kann ich das hier irgendwie wieder ändern, bitte? Kann ich das ändern, bitte? Bitte. Hallo. Okay, wir machen einfach weiter. Mit Montreal nach Quebec mit Zigarren. Ich bin verwirrt. Das hier und das da. Und das andere möchte ich eigentlich gerne umändern, wenn Qual o das plano? möglich wäre. Qual o plano? Do que precisa? Aguardo as suas ordens. Das hier möchte ich gerne umändern. Nein, Rio de Janeiro nach Rio de Janeiro. Von Montreal nach. Do que precisa? Was machst du irgendwas? Du machst gar nichts. Machst du Quais são as suas irgendwas ordens? Spezielles? Quais são as suas ordens? Du machst nichts Spezielles. Aguardo as suas ordens. Do que Machst du precisa? irgendwas? Du machst auch nichts. Sim. Machst du was? São Vicente, Quebec, São Vicente, Quebec. Diga-me o que tenho de fazer. Sim. Ich bin ganz minimal verwirrt. Woher kommt das? Wie auch immer. Aguardo as suas ordens. Und hier brauchen wir zwei Waren, wie es ausschaut. Dann werden wir Holz und Dings rüberschicken. Nein, das war falsch, das möchte ich nicht, São Paulo sondern ich Sucupira. möchte von Tadoussac nach Quebec. Das funktioniert so nicht. Okay, von Tadoussac nach Quebec mit nochmal Tabak und dann passt's. Das war falsch. Von Tadoussac, das wird die lahmste Folge, die jemals rausgekommen ist.
nach Quebec mit Tabak. Und die gibt's schon, also kann ich es nicht machen. Okay, ich bin zu blöd dafür. Funktioniert das nicht oder funktioniert das nicht? Dann werden wir das eben per Hand machen, Zigarren einladen und darüber. So, dann ist das die Hand Eduardo per Susana. Handschiff-Dings mäßig. Du kommst nach Cayenne. Haben wir sonst noch Sie werden zum irgendwo Service. Wegen zur Verfügung? Ich glaube, das waren alle Wegen. Eduardo Susana. Ich glaube schon. Ich Wegen glaube, mit den ich Verzehr. glaube, ich glaube. Okay, dann werden wir hier einen Offizier Bravo, Student. stationieren Pronto para und Sam. noch eine Pronto para Artilleriegarnison. Sam. Euch schicke ich nach Fort Caroline, glaube ich. Oder nein, nach Villa de Spirino Santo Tito Lololo. Duke Caesar. Beziehungsweise Duke einen, Caesar. zwei. Digo mit den Einen Verzehr, schicke Arzt ich Ordnung. darüber und den vierten schicke ich da Sie, links hin. Repräsentant zum Wo? Service. Ich bin verwirrt. Dich schicke ich dahin. So. Dann wirst du jetzt mal einladen. Silber, Zucker, Tabak, Tabak, Eisenwaren, Eisenwaren. Das war's. Und du wirst einladen. Zigarren und Rum. Fahrst du auch rüber. So. War ja klar. Mach kaputt. Natürlich die besten Waren. Warum auch nicht? Ich hasse Piraten. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube nicht. So. Tututututu. Ich glaube, da habe ich den. Ja, das werde ich umbauen. Das hier werde ich ausladen. Gibt's hier irgendwas? Nein. In Fort Caroline? Nein. In Ville de Troyes? Theoretisch auch nein. Und irgendwie leckt es gerade so ein bisschen. In Cayenne habe ich ja schon einen hingeschickt. Villa d'Esperando de Saliva oder wie auch immer das. Nee, ich glaube, das war's. Dann bist du das Pendeldings, was immer durch die Städte pendelt, wo keine Handelsrouten möglich sind. So. 57% bloß. 3,3% bloß. Okay. Dann werde ich dich hier hinschicken. Und dich auch hier hinschicken. Weil wenn gefährlich, dann halt so. Ich schwafel. I'm Schwefeling. So, ihr kommt jetzt einfach nach Villa de Esperanto de Saliva oder wie die Stadt auch immer heißen mag. Hier eine Farm. Und hier von Cayenne. Kakao und Zigarren. Kakao und Zigarren. Von Cayenne. Achso. Von Cayenne nach São Salvador am besten. Mit Zigarren. Und von Cayenne nach São Salvador mit Kakao. So, die zwei? Nein. Wo kommt die Cayenne Quebec schon wieder her? Hä? Hä? I don't understand it. Please. Could somebody help me, please? I do not understand it. Ich bin verwirrt bis zum Geht nicht mehr. Hab ich was falsch eingestellt oder ich bin verwirrt? Ich bin wirklich verwirrt. So, hier haben wir keine Nahrung mehr. Wenn ich dich da reinstecke, haben wir immer noch nicht genug Nahrung. Darum werde ich dich da reinstecken. Jetzt haben wir genug Nahrung. So. Hier baust du mal eine Plantage. Und du lädst hier mal ein gar nichts, sondern fährst nach Villa de Espirito Santiago oder wie auch immer die Stadt heißen mag. Ups.
So, was haben wir hier? Artillerie-Garnison, Kolonialmiliz mit Hossein Senisbaer oder wie auch immer der heißen mag. Ich kann die kleine Schrift nicht lesen. Kolonialmiliz, Kolonialmiliz, Kolonialmiliz und Artillerie-Garnison. Okay, wie schaut's aus? 98% ist gut. Sogar ohne Verluste. Warum kannst du nicht? Achso. Ich bin gerade ganz verwirrt bin ich. Ich bin ganz verwirrt. Verwirrt bin ich. So, hier auch nochmal 90%. Zack, zack. Und noch einmal 90%. Der hat ordentlich gelitten. Auch kein Wunder, wenn er durch das Haus da durchschießt, aber okay. Du ziehst hier rein. Was ist passiert? José Antonio Baez, sie sind im Kampf gefallen. Im Kampf gefallen ist José Antonio Baez. Baez ist gefallen. So. Wann habe ich angefangen mit der Folge? Ich weiß es gar nicht. Blutrot. Die Sonne verglüht am Horizont. Ihr sterbendes Licht entflammt die Steppe. Schweigend reitet euer Kavallerietrupp durch die Ebene. Die Männer haben kein Auge für den Liebreiz der Landschaft. Sie denken bereits voller kalten Grimm. Was? An den nächsten Morgen, in dessen Dämmerlicht sie in die Stadt des Feindes einreiten werden. Durch keine Welle geschützt liegt sie im Hinterland und glaubt sich sicher vor den weit entfernten Schrecken des Krieges. Die Musik passt gar nicht dazu. Doch mit eurer Kavallerie entsendet ihr den Tod in alle Winkel der neuen Welt, deren Schönheit und Reichtum nur einem Herrn gehören sollte, euch. Petri Heil! Das scheue Licht der Morgensonne weckt euch, doch seid ihr keineswegs der Erste, der zeitig sein Tagewerk beginnt. Ihr tretet an die Fensterluke und steht aufs Wasser. Okay, ich stehe aufs Wasser. Yay! Und seht aufs Wasser. Viele schmale, weißfahle Flecken tanzen auf den Wellen, treiben auf dem Meer. In all euren Küstenstädtchen segeln die Fischer hinaus, ihr täglicher Fang nährt die Kolonisten aller Orten. Hier, Soruana hat angeboten, sich eure Sache anzuschließen. Heißt, ihr seid im Kontinentalkongress willkommen. Plus 20 Forschungen, also Studentenforschungsdings in allen Siedlungen. Ja, dies sei meine Entscheidung. Hier wollte ich umbauen in einen Bauernhof. Und mir ist gerade etwas aufgefallen. Nein, 1920 mal 1080. Okay. Dann passt ja alles. Du ziehst jetzt auch mal hier rüber. Du bleibst hier stehen. Und du kommst hier da rein. Du spaß dann schon irgendwie. Haben wir eigentlich noch eine Stadt, die nicht? Nein, ich glaube nicht. Okay. Du ziehst ein Feld hoch. Explosivmunition 2. Explosivmunition 2. Explosivmunition 2. Explosivmunition hast du schon. Dann erhältst du Veteran 1. Und du bekommst gar nichts. Auch gut. Hier haben wir eine Flut. Eine Flut. Oder Fluid. Ich kann leider kein Niederländisch. Darum weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Und das war kein niederländischer Akzent, aber okay. Hier unten haben wir was zum Einladen. 24 Zucker. Okay. Ist jetzt nicht so die Welt, aber okay. Ansonsten passt alles mit den Handelsrouten, soweit ich das gesehen habe. Verkaufen, verkaufen. Den einen Siedler eingeschifft. Und was bauen wir jetzt? Ich hätte gesagt, ein Linienschiff dann im Bälde. Oder bauen wir jetzt eine Fregatte? Ich glaube, wir bauen jetzt eine Fregatte. Du nach São Salvador, geh weg. Und du kommst einfach hier rüber. Dann machen wir Jagd auf Piraten. Es wäre mir eine Ehre und er ist verärgert. Er ist verärgert. Er ist verärgert. Was verlangt ihr dafür? Aha. Kann ich dir Gold schenken? Ich möchte dir gerne 500 Gold. Ich habe gesagt, ich möchte dir gerne 500 Gold schicken. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Nix. Ich habe das Gefühl, die Indianer greifen uns bald an.
Und das mag mir nicht gefallen. Das mag mir überhaupt nicht gefallen. Das mag mir gar nicht gefallen. Ich glaube, ihr habt's kapiert. Gibt's hier Indianer? Da unten sind bloß Deutsche. Da sind Indianer. Die kommen wahrscheinlich hier rauf. Da ist alles geschützt. Hier schaut's nicht so prickelnd aus mit dem Schutz. Und da oben halt. Dann werde ich den Offizier hier rüber schicken, dich da lassen. Ich habe das Gefühl, wir haben gleich Probleme. Wir haben gleich Probleme. So, hier die Stadt eingenommen. Zack, zack, bumm. Noch nicht, aber jetzt die Stadt eingenommen. Sogar mit vollen Lebenspunkten. Wir haben Laisabella eingenommen. Benennen einen neuen Statthalter und bauen da auch eine Palisade hin. Und hier gibt's nichts Besonderes, glaube ich. Okay. Dann erhältst du auch einen Veteran 1. Sie? Und ihr kommt alle hier auf den Hügel. Du kannst ja einfach bloß wachen, weil sonst kannst du ja nicht viel anrichten. Und ansonsten geht ein bisschen Dings verloren. Das heißt, du wirst mal hier umwandeln. Wir haben immer noch ein Plus. Okay. Das ist blöd, aber besser geht's nicht. Und Philipp von Hutten hat uns den Krieg erklärt. Das gefällt mir nicht. Tabak ist eine Labsal für Geist und Körper, raunt der Mann und schmaucht seine Pfeife. Sein Rauch erfrischt und entkrampft und lässt einen das Leben leichter nehmen. Wenn ich aufstehe, zünde ich mir mein Pfeifchen an und erst wenn ich schlafen gehe, lösche ich es. Glaubt mir, Herr Gouverneur, der Tabakgenuss dient der Gesundheit noch vortrefflicher als der Aderlass oder das Amulett eines Heiligen. Ihr betrachtet die pergamentene Hand des Haut des... vergiss es. Nochmal. Ihr betrachtet die pergamentene Haut des Zigarrenmeisters und seine braunen Zähne, riecht seinen Atem und nickt begütigend. Gott schütze euch, guter Mann, Gott schütze euch. Hier werden wir zu einem erfahrenen Fischer ausbilden. Hier bauen wir eine Schule und irgendwas Böses. Eine dunkle Zeit steht euch bevor. Nehmt Abschied von eurer Familie und bestimmt, wo euer Grabstein stehen soll. Philipp von Hutten erklärt euch den Krieg. Das kam etwas unvorbereitet. Oder kommt mir das nur so vor? Okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Dich stecke ich am besten noch irgendwo rein, am besten hier in die Kirche. Eieieiei. Hier noch ein Veteran. Dann kommt ihr alle hier hin. Nein. Und hier haben wir Jacques Cassin, Kaperfahrer von den Portugiesen. Ach, das ist unsere. Warum sagt mir niemand, dass wir einen Kaperfahrer haben? Weil das wäre praktisch gewesen. Aber okay. Wenn du nicht möchtest, dann möchtest du nicht. Hier die spanische Karabelle besiegt. Und du solltest eigentlich nach Quebec fahren und nicht mitten im Weg rumstehen. Tabak eingeladen, Tabak hier drüben ausgeladen. So, wo greifen uns dann die Franzosen an? Und hier passiert nichts Interessantes. Dich stecke ich jetzt einfach mal in die Kirche. Tabakpflanzer als Kirchenoberhaupt. Die Spanier greifen von... Die Deutschen greifen bloß von einer Seite an. Was hat der Kürassier? Schwere Artillerie hat er 2, 4, 5 Stück. Eine Kolonialmiliz und eine Artilleriegarnison. Ich werde ihm Villa de Espirito Santo überlassen. Am besten so, dass ich die Einheit nicht verliere. Dann werde ich einkreisen. Oder erst die Spanier besiegen. Das ist jetzt blöd. Dass ich
das ist wirklich blöd. Ich möchte auch nicht die Einheiten da oben abziehen. Das ist ja noch blöder. Oi. Wir haben viel zu viele Städte und viel zu wenige Einheiten. Den hessischen Schöldner. Genau. Den Schöldner werde ich hier rüberschicken. Nee, man sagt sogar rüberschicken. Super. Und unsere Fregatte ist tot. Okay, bauen Lagerhaus ist eh scheißegal. 31%. Der König verlangt auch immer mehr Steuern. Hier möchte ich gern alles auswählen. Der Pionier ist erobert. Hier baust du ein Holzfällerlager hin. Was machst du? Wo kommst du her? Ach so, das ist ja unser Dings-Siedler. Heute bin ich total verwirrt. Juan de Bermudez gehört jetzt zu George Washington. Silber, Kakao, Tabak, Zigarren und Eisenerz. Und du hättest eigentlich den Siedler ausschiffen hätten können, aber das wollte er wohl nicht, also lass mal so. Holz, Kakao, Tabak, Eisen, Zigarren. Da lass mal einen Tabak da und laden nochmal rum ein. Schicken dich darüber. Vor der Karacke habe ich keine Angst. Die zerstören jetzt sogar unsere Stadt. Okay. Ich habe eigentlich gedacht, ich überlasse es dir, aber wenn du nicht möchtest, dann halt nicht. Und dann passt und alles gut. Dann werden wir mal da unten schauen, was die Deutschen für Schiffe haben. Da haben wir einen Kaperfahrer. Du ziehst hier nach oben. Du kommst hier rüber. Da haben wir einen Briten. Aber mit den Briten sind wir nicht im Krieg. Das ist schön. Das ist das einzige Volk, mit dem wir nicht im Krieg sind. Was mache ich mit denen? Dich schicke ich nach Fort Caroline. Das war keine gute Idee, weil er jetzt unseren Planwagen ausplündern kann. Macht aber nicht. Auch gut. Du erhältst eine Schule. Du erhältst eine Waffenkammer. Nein, du erhältst ein Tabakhaus. Und hier haben wir eine spanische Galeone. Es wird nicht besser. Und wir haben kein Holz. Ist mir egal, die stecke ich trotzdem da rein. So. Warum hast du keine Handelsrouten mehr? Von Rio de Janeiro nach Rio de Janeiro, bitte. Geht nicht, weil Feinde in Reichweite sind oder was auch immer. Also heute ist er Chaosfolge pur. Puro Chaosfolgos. So. 95,4%. Die Stadt müsste bald eingenommen sein. 64% ist mir zu wenig. Zack, zack. Bumm. 150 Gold. Bauen eine Palisade. Das hier ist fertig. Da gibt es bloß zwei Einheiten drin. Auch gut. Und euch schicke ich auch mal alle vor. In die Stadt, habe ich gemeint. Und wo haben die Spanier jetzt noch Städte? Können wir mit George Washington Karten tauschen? Nein, können wir nicht. Können wir mit Philipp von Hutten wieder Frieden? Können wir nicht. Mit Simon Bolivar. Wir werden mit Simon Bolivar wieder Frieden schließen. Schlagt ihr ein? Sind akzeptabel? Ah, die haben überhaupt keine Siedlungen mehr. Okay. Gut.
Gut. Die Deutschen hier sind mir gerade ein bisschen ein Dorn im Auge. Sie? Du kommst auch mal. Nein, du bleibst da. Ich habe wenig Lust, Rio de Janeiro zu verlieren. Eine Ahnung von Freiheit. Immer wieder, ich habe gerade überhaupt keine Lust und schwarzer Humor. Ich habe gerade überhaupt keine Lust zum Vorlesen, wenn ihr wisst, was ich meine. Kannst du hier 26% ist gar nichts. Ach, und die königliche Artillerie habe ich auch hier rüber geschickt. Das wird jetzt blöde. Ich möchte jetzt, hör auf. Möchte die Stadt gerne anwählen. Stadt anwählen, hallo? Stadt. Dankeschön. Hier baue ich einfach Lagerhaus hin. Und hier, was gibt's hier Schönes? Hier baue ich da oben einfach nochmal Tabak. Und mit euch ziehe ich runter. Am besten hier hinunter. Und du bleibst einfach mal hier irgendwo stehen. Eine spanische Galeone. Eine Schatzgaleone befindet sich direkt vor uns. Hier werden wir die Pferde einladen. Weil eventuell haben wir auch bald Stress mit den Indianern. Huch! Wo kommt das alles her? Euch schicke ich auch mal darunter. Einzig die Kolonialmiliz wollte ich gerne hier lassen. Und du ziehst mal hier auf den Berg. Ihr zwei kommt nach Quebec. Und du lädst hier ein Zucker- und Tabakfass auch nach Quebec. Und heute etwas ruhiger die Folge, etwas dezenter. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Und wie immer gilt Grüßli, euer Mr. Kruzi. Und ich habe Angst vor den Deutschen. Hilfe! Hilfe! Hilfe!